Hallo Nachbarn auf YouTube und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario Maker 2 Online. Schon wieder gleich zu Beginn ein Speedrun-Level. Ich kann die Zuschauer nicht so begrüßen, wie ich das möchte, ey. Und außerdem kommt mir dieses Level gerade ziemlich bekannt vor. Haben wir so ein Level nicht schon mal gespielt? Nein, verdammt. Oh, immer wieder dasselbe. Merkt ihr das auch? In den letzten Parts habe ich des Öfteren mit solchen Speedrun-Leveln angefangen. Aber gut, bisher habe ich noch nicht gestottert. Daher sollte sich das nicht so anfühlen, wie als ob man auf irgendeiner Schulplattform wäre, wie zum Beispiel auf iSurf, und irgendeinem Lehrer gerade versucht zuzuhören, dessen Stimme nicht komplett durchkommt, weil er die ganze Zeit abgehackt rüberkommt. Och ja, kennt ihr das? Ja, ich habe schon so einiges davon mitgekriegt, aber ich kriege das auch hin und wieder mal bei mir auf der Arbeit mit. Die Leute reden und ich höre nur bla 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 bla. Ja, das war's dann wohl mit der netten Begrüßung. Speedrun-Level. Okay, jetzt muss ich das Level erst recht zu Ende bringen. Da ich mir dieses Level schon zweimal angetan habe. Hey, Gumsis. Ich wollte Gumbis sagen, aber ich sage zu oft zu den Gumbas Gumsi. Da ich einen Zuschauer hier am Start habe, der schon ziemlich länger dabei ist und auch Gumsela heißt. Und seitdem ich ihn kenne, benutzt er immer das Profilbild von Gumba. Ja, so ist das. Okay, hier habe ich vorhin gefailt. Diesmal nicht. Oh, das wird... Oh, Junge, nein. Das ist doch... Also, das ist doch zu heftig jetzt. Sag mal. Das gibt's doch nicht. Oh, diese ganzen Gumsis, ey. Die Armee von Gumsi. Was soll denn das? Klassisch gegen die Zeit. Ja, ich weiß nicht, ob ich das Level jetzt zu Ende bringen sollte. Eben gerade habe ich noch was anderes gesagt. Ich weiß. Hä? Das passiert mir zum ersten Mal. Das gibt's doch nicht. Wieso fängt der Part schon wieder so an wie die anderen Parts? Immer nur am Failen. Vielleicht macht mich das irgendwo auch ein wenig aus. Wie viele Let's Player gibt es, die gleich zu Beginn mehr als 6-mal failen? Ja. Macht das bitte nicht nach. Ist nicht gut. Es reicht, wenn eine Person das schon tut. Oh Mann, ey, komm jetzt. Komm nochmal. Lauf, 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 lauf. Aha, okay, alles klar. Sehr gut. So, durch die Tür, hoch. So, was muss ich jetzt machen? Laufen, 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 laufen. Ah, okay, sobald ich auf den Blöcken stehe, einfach mal springen. Nochmal. Oh nee, das ist aber eklig. Ich habe wirklich auf den B-Knopf gedrückt. Aber ja, er hat schon wieder zu spät reagiert. Das tut er voll oft, ey. Och, hör doch auf, Mann. 20.12 Uhr. Die ganze Zeit konnte ich Super Mario Maker 2 nicht spielen. Ihr wisst bestimmt warum. Und jetzt passiert sowas. Das gibt's doch nicht. Also ich doch lieber Pokémon soll nicht spielen. Nein, ich ziehe das jetzt durch. Ich meine, mittlerweile habe ich schon so knappe 100 Parts am Start. Die Leute wissen ja, dass ich mich schon genug blamiert habe diesbezüglich. Ich habe mich daran gewöhnt, deswegen mache ich weiter. Oh Junge, oh nochmal. Ach, wieso kriege ich denn diesen Jump nicht hin? Ja, ich habe jetzt... Ey, das ist doch nicht normal. Ich bin zu schlecht, ich bin zu schlecht, ich bin zu schlecht. Tut mir leid, Leute. Ich wollte euch einmal nur das Speedrun-Level gezeigt haben. Vielleicht habt ihr auch Bock auf ein Speedrun-Level gerade. Aber dieses Level wird höchstwahrscheinlich interessanter. Hoffe ich doch, zumindest. Ja, sorry. Ich habe richtig gefailt. Mist, ey. Speedrun-Level gefallen mir, aber ich kriege sie nicht immer zu Ende. Es sei denn, ich weiß, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, um die Zeit zu schneiden. Dann lohnt sich das, aber ich habe eher Bock auf solche Leveln. Einfach nur rumrennen, chillen und gucken, was passiert. Und außerdem gibt es manchmal Momente, an denen ich mich, ja, durch gewisse Level-Momente an einige Ereignisse erinnere, auf die ich hin und wieder mal versuche, so gut es geht, einzugehen. Bisschen quatschen. Jeder Part sollte schon irgendwie etwas Eigenes haben. Das ist doch voll eklig, Mann. Oh, wartet mal. Bros, wie? Ey, komm, ein Level will ich wenigstens zu Ende kriegen. Also im letzten Part habe ich mir 2 Level in der Endlos-Herausforderung angetan. Und keins davon habe ich zu Ende gebracht. Auf richtig Kancha-Style. Oh nein, okay. Gut, ich habe den Pilz. Ah, okay. Oh nee, komm, durch da. Du bist ein Idiot. Ohne Witz. Also ich meinte mich damit nicht, ich Paracooper. Paraknochentrocken. Das war so unnötig. Bleib doch mal gechillt, Junge. Du tust so, als ob dich irgendwelche Fortnite-Spieler verfolgen würden. Cool bleiben. Cool bleiben.
Ist hier ein Pilz oder eine Münze gewesen? Eine Münze. Und tschüss. Oh nein. Wartet mal, irgendwas mache ich verkehrt. Ich sollte auf jeden Fall versuchen, in der Superform zu sein, dann ist alles gut. Ja, 5. Minute immer noch keinen Erfolg gehabt, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wo war nochmal der Pilz? Hier, oder? Da ist er. Ach ja, die Münzen sollte ich vielleicht doch mitnehmen. Oh Junge, ich habe mich fast wieder berühren lassen. Warum? Toad, magst du etwa so gerne Körperkontakt? Gib mir nicht die Schuld. Okay, sorry. My bad. Runter hier! Boah, ich ziehe mir gerade den Anime Your Name rein. Der ist ja richtig cool, Mann. Also ich habe ihn mir schon mal reingezogen, aber dann bin ich eingeschlafen. Passiert manchmal. Oh nein, ich Idiot. Ich bin doch ein Idiot. Nein, ich bin gesprungen. Hä, was ist das für ein Level? Ich komme hier nicht klar. Oder, ach, ich weiß, was ich falsch mache. Okay, ich hab's. Ich hab's jetzt. Definitiv. Genau. Zieh mir den Anime gerade auf Englisch rein. Aber ich habe mir auch jetzt die deutschen Trailer reingezogen. Ich hoffe, dass ich den deutschen Film ja auch nochmal, also mit der deutschen Synchronisierung reinziehen kann. Und danach möchte ich mir sehr gerne die japanische Version reinziehen. Und nachdem ich mir den Film dreimal angeschaut habe, sollte ich ihn verstanden haben. Ja, also hin und wieder gibt es so einige Animes. Die muss ich mir schon ein, zwei Mal anschauen, damit ich das komplett verstehe. So, hier warte ich einfach. Genau. Ach, verdammt, Mist. Ich dachte, egal, mein Fehler. Boah, was ist das für ein heftiges Level, Mann. Genau, manchmal gibt es Animes. Ja, die muss ich mir ein bisschen länger anschauen, damit ich sie verstehe. Boah, Pilz. Boah, nein. Nein, verdammt. Ich dachte, ich kann noch auf dem Block stehen bleiben. Na, egal. Ja. Zum wievielten Mal erwähne ich das jetzt? Manchmal gibt es Animes, die muss ich mir ein bisschen öfter reinziehen, damit ich sie verstehe. Oh, es gibt gerade neben Your Name zwei Anime-Filme, die absolut nichts, genauso wie Your Name eigentlich, mit den Animes zu tun haben, mit denen ich eigentlich aufgewachsen bin oder die ich mir des Öfteren reingezogen habe. Zum Beispiel One Piece, Dragon Ball, Assassination Classroom und My Hero Academia. Solche Animes wie Your Name zum Beispiel, jetzt auf den Content bezogen und auch auf die Animation bezogen, da gibt es schon Unterschiede, oder Leute? Also ich denke nicht, oh nee, ne, dass ich mir da etwas einbilde. Nee, Mann, das Level ist auch so schwierig für mich. Sorry, ich bin heute ein bisschen lost im Hirn. Ich glaube, ich habe gerade einfach nur Bock zu quatschen, weil ich gerne quatsche. Ich hoffe, nein, nicht schon wieder Speedrun. Erreiche das Ziel, während du eine Kugel-Willi-Maske trägst. Oh, ich habe gerade echt Bock zu labern. Wartet mal. Nein, hör auf. Ich habe keinen Bock auf sowas. Ich hab einfach nur Bock zu chillen und rumzurennen. Sowas wie eben halt nur. Ja, irgendwie ist mein Niveau gerade nicht am Start. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Animes und so. Ja, solche Animes wie Your Name, die unterscheiden sich ja tatsächlich, oder? Vom Content her, aber auch auf die Animation bezogen, wie ich bereits erwähnt hatte. Dann gibt es noch zwei Animes, die ich mir, also Anime-Filme, die ich mir gerne anschaue. Oh nee, ey, was soll ich jetzt machen? Warte mal, kann man zurück? In dem ein Anime-Film geht es irgendwie, na, pass mal auf, darum, dass, ja, man halt in der Schule ist und da geht es halt um Handyverbot und sowas. Und irgendwann kommt ein Junge mit besonderen Kräften. Den Anime habe ich mir schon einige Male reingezogen. Aber den werde ich mir demnächst wieder reinziehen. Ich kenne da so einen YouTube-Kanal, den ich des Öfteren gerne besuche, weil mir der Content sehr gefällt. Und auch die Person. Finde ich ziemlich cool. Da schaue ich mir den Film gerne an. Beim nächsten Mal. Oh nee, Mann. Der Name von diesem Anime ist so lang, dass ich ihn voll auf vergesse. Und dann gibt es noch ein Anime, der ist wiederum auf einem anderen Kanal, also ein Anime-Film. Da geht es auch am Anfang um die Schule, da ist irgendwie ein Mädchen, die taub ist oder nicht richtig hören kann, also gut hören kann. Und deswegen wurde sie halt hin und wieder mal von den Klassenkameraden gehänselt. Und da war ein Junge, der ist er hat es sehr übertrieben. Und ab diesem Moment ist irgendetwas in diesem Jungen kaputt gegangen, weil, naja, wie gesagt, ich will euch jetzt nicht voll spoilern, aber er hat halt
seiner Klassenkameradin etwas Schlimmes angetan, was man nicht tun sollte. Und damit hat er halt jahrelang gelebt. Irgendwie fiel es ihm auch schwer, sich anzupassen oder unter Menschen zu sein. Und irgendwann, als er ein bisschen älter geworden ist und sie auch, haben sich wieder getroffen und eine Freundschaft ist wieder entstanden, wovon er irgendwann nicht mehr ausgegangen ist, weil er gedacht hat, ich habe wirklich Mist gebaut. Ich guck mir den Anime nochmal an, damit ich weiß, wie der nochmal heißt. Also, es gibt halt einige Animes, ich kann mich an einige Wörter erinnern und auch an die Thumbnails, deswegen finde ich sie schnell. Sowas wie Your Name kann ich mir wirklich schnell und leicht merken. Habe ich schon verloren? Aber ja, ich werde nach dem Part, wenn ihr mögt, die Namen... Genau, ich mache das nach diesem Part. Genau, ich schreibe das auch in die Kommentare. Ich werde gleich nach dem Part mir nochmal die Namen von diesen beiden Animes aufschreiben und dann gebe ich in den Kommentaren Bescheid. Boah, der eine hat echt einen langen Namen. Ich glaube, irgendwas mit O und so. Aber den fand ich echt cool, Mann. Ohne Witz. Der fängt auch richtig gechillt an. Auch die Animation ist richtig cool, habe ich gesagt. Spätran, da steht Spätran. Spätran, du bist spät dran. Okay, ich versuche das nochmal. Das gibt's nicht. Ich habe kein Level zu Ende gekriegt. Oh, sorry, Leute. Manchmal gibt es tatsächlich solche Parts von mir. Ich krieg da nichts gebacken. Ich denke, dass es aber an mir liegt. Ja, definitiv. Manchmal fühlt sich das so an, wie als ob meine Seele, neben meinem Körper wäre. Also nicht in meinem Körper. Und ich fühle mich dann immer so geistig abwesend. Ah, ist mir auch ab und zu mal in der Schule passiert. Mein Lehrer meinten, Junge, du sitzt da, aber wo bist du eigentlich? Ja, sorry. Irgendwas mit 30 Münzen einsammeln. Sammle alle 30er Münzen und erreiche das Ziel. Oh, ich versuche gerade auf den Namen zu kommen. Ich meine, ich finde den Anime immer richtig schnell, weil ich den Namen von dem Kanal kenne. Und schon so oft selbst benutzt habe, also... Wenn ich halt mit einer Person spreche, dann erwähne ich ja den Namen. Oh Junge, ich bin heute echt lost. Also den Namen habe ich schon des Öfteren erwähnt. Auch geschrieben. Aber den anderen Kanal, da habe ich mir glaube ich das Thumbnail gemerkt. Ja, ich gebe euch einfach Bescheid. Wartet mal. Ich sollte mich wieder auf das Spielen konzentrieren. Ich bin ja gerade voll lost unterwegs. Wisst ihr, wie ich mich gerade fühle? Als ob jetzt gerade neben mir jemand sitzen würde und ich bin einfach nur am Quatschen und rumgucken. Eieiei. Oh, und der Beat ist noch so gechillt. Ich bin schon mega gechillt drauf, ey. Dann, 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 dann. Okay. Okay. Also, ich bin gerade nur am Durchrennen. Bam, bam. Habt ihr das aber auch manchmal? Ich habe das eigentlich, um ehrlich zu sein, sehr, sehr oft. Meistens nach der Arbeit. Wenn ich zu Hause bin und weiß, jetzt kann ich chillen. Erstmal Sport machen. Ja, und dann ganz normal, ihr kennt das ja, duschen und so. Und dann fühle ich mich mega gut, ey. Und wenn mein Zimmer dann noch aufgeräumt ist, boah, ey, mega cool. Dann ziehe ich mir sehr gerne irgendwelche Animes rein, das macht voll Spaß, Mann. Aber jetzt nichts machen und nur Animes reinziehen, das wäre ein bisschen auf die Dauer, denke ich, auch nicht mehr genießbar. Aber es ist schon wichtig, dass man Animes genießen kann, denke ich. Was denkt ihr? Oh, okay. Oh, das Level gefällt mir, weil es mir leicht fällt gerade. Nein! Hey, oh, sag mal, das wollte ich machen. On Block. Bam, 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 bam. Oh! Okay. Ich habe einfach Fußball gespielt. Ah, nein, ich Idiot. Warte mal, ich hoffe, dass da ein Pilz ist. Vielleicht geht's ja weiter. Nee, Münzen. Aber die Münzen nehme ich mit. Ach, warte mal, ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot, Leute, sorry, ich bin heute richtig lost unterwegs. Übertrieben lost unterwegs. Ich habe gar nicht an die Zielbedingungen gedacht. Warte mal, kann ich da rein? Oder vielleicht kommt da was raus. Mist. Ich habe mich schon gewundert, warum laufe ich einfach hier nur durch, wisst ihr? Nein, das wollte ich nicht.
Wollte ich nicht. Ich glaube, ich weiß, warum ich heute so bin. Ich habe sehr viel geschrieben heute und habe mich nur auf eine Sache konzentriert. Und ich habe, um ehrlich zu sein, keine richtige Pause gemacht. Ich war zwar draußen zweimal spazieren, aber ich war mit den Gedanken die ganze Zeit da. An dem, was ich schreiben wollte. Klar, manchmal gab es auch andere Gedanken, aber wer hat das nicht, oder? Okay, kann es sein, dass ich jetzt wieder die Zielbedingung ignoriere? Sag mal, nee, Mann. Beim nächsten Mal werde ich unter solchen Umständen besser nicht Super Mario Maker 2 aufnehmen. Aber mal gucken. Manchmal gibt es so Sachen, die kommen bei mir schlecht rüber, aber dafür kommt das bei dem einen oder anderen gut rüber. Ich habe irgendwie so ein mulmiges Gefühl. Okay. Lass dich nicht treffen. Hey, habe ich jetzt schon wieder eine 30er Münze übersehen? Ich glaube, diesen Part... Naja, ich wollte gerade sagen, vielleicht wäre es besser, diesen Part am Abend aufzunehmen, weil ich ein bisschen gechillt unterwegs bin und auch jetzt, nicht so gut spiele, aber vielleicht kann das trotzdem lustig rüberkommen. Und das kann man sich vielleicht am Abend, kurz vorm Schlafen gehen, vielleicht reinziehen, wenn man ein bisschen Bock hat auf Abwechslung. Aber es ist ja schon 20 Uhr. Und so wie ich das einschätze... Oh Junge, das wollte ich gar nicht. Werde ich sowieso ein bisschen brauchen, bis das Video erstmal hochgeladen wurde. Und dann muss ich es noch bearbeiten. Geht schon klar. 10, 11 hoffentlich. Ich glaube, ich mache was falsch. Bam 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 bam. Das ist so nervig. Oh nein. Nein! Das gibt's nicht. Ich habe kein einziges Level zu Ende gebracht. Also dieses Level bringe ich zu Ende. Hallo? Oh, sag mir bitte nicht, dass die Internetverbindung jetzt weggeht. Nein, ne? Bitte nicht. Nein, nicht jetzt. Nein, bitte. Oh nein. Die Verbindung zum Netzwerkgerät wurde unterbrochen. Bitte versuche später erneut, wenn das Problem bestehen bleibt. Überprüfe deine Netzwerkeinstellungen. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie oft ich das schon heute oder generell gelesen habe. Heute in der Nacht zum Beispiel, als ich einfach nur auf ganz gechillt rumliegen und spielen wollte, kam diese Nachricht so oft. Aber auch in den letzten Tagen. Ist das auch manchmal bei euch so? Naja, was soll's. Sorry, Leute. Dann ist das wohl ein Part, in dem ich tatsächlich kein Level zu Ende gebracht habe. Ah, das ist voll peinlich. Aber ja, okay, gut. Ich stehe dazu. Ich hoffe, dass der nächste Part ein bisschen besser wird. Ich hoffe, dass das Video euch dennoch gefallen hat. Falls was ist, so könnt ihr sehr gerne auf die Sachen eingehen, die ich jetzt gerade in diesem Video erwähnt habe. Ansonsten vielen Dank für den Support, Leute. Ich weiß das sehr zu schätzen. Und ich hoffe, dass ich euch weiterhin sehen werde. Macht es gut und tschüssi.